Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum direkt aus dem Studio von Ländle TV hier am Garnmarkt in Götzis. Ja, und neben mir eine tolle Persönlichkeit aus Vorarlberg, wie man sieht, sehr sportlich und man könnte den Beruf fast erahnen. Er ist Personal Trainer. Herzlich willkommen, Samuel Griel. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Mich freut es ebenfalls. Es wird eine spannende Geschichte. Aus dem Vorgespräch war es für mich natürlich schon spannend. Was ist ein Personal Trainer? Was macht ein Personal Trainer? Und vieles mehr. Aber lass uns ganz zu Beginn vielleicht so anfangen. Wie kam es dazu, dass du Personal Trainer geworden bist? Fitness war immer schon mein Hobby. Habe immer schon gern trainiert, habe viel trainiert. Und dann vor über 10 Jahren habe ich dann mit der Lehre angefangen zum Fitnessbetreuer. Und nach der Lehrzeit war es klar, gut, ich will den Leuten mehr helfen, ich will mehr Erfolg mit den Leuten haben und will sie persönlich begleiten. Und so ist dann alles schrittweise in Richtung Personal Training, in Richtung eben persönliche Betreuung gegangen. Personal Trainer, persönliche Betreuung, das gibt mir natürlich schon das Stichwort. Wenn man Personal Trainer ist, wer bucht einen Personal Trainer? Sind das, kann man sagen, Promis oder sind das Leute, ja, ganz normale auch, die einen Personal Trainer engagieren? Ja, quer durch. Also ihr habt Lehrling, ihr habt Hausfrauen, Geschäftsmänner, Pensionisten, Leute aus der Politik, einfach Leute wie du und ich, wo ja, einen Termin brauchen zum Trainieren, wo selber sich schwer tun, um sich motivieren, und mit einem Termin geht alles leichter. Das wäre eigentlich schon auch eine Frage von mir gewesen, warum bucht jemand einen Personal Trainer? Also, du weißt es aus dem Vorgespräch, ich fahre extrem gerne Ski, ich fahre Mountainbike allerdings mit, ja, getobt, also mit Elektro, ja. Und trotzdem bin ich mit mir nicht ganz zufrieden. Also, ich wäre so eine klassische Geschichte für einen Personal Trainer. Ja, auf jeden Fall. Geschäftsmann, schon mal gut. Freie Zeiteinteilung, das sind meine Lieblinge. Das ist immer gut. Aber auch in einem Alter ist man meistens top motiviert, man weiß aber nicht, wo man anfangen soll. Und ein Personal Trainer holt man, oder der Personal Trainer holt jemand dort ab, wo er gerade steht. Also genau eben dein Fitnesslevel wird am Anfang festgestellt und dann schauen wir, je nach deinen Ziele, dass dann eben Fahrrad fahren kannst ohne Unterstützung oder je nachdem, was dein Ziel ist. Also ich könnte jetzt mir meine persönliche Beratung hier schon abholen. Genau. Klingt sehr spannend, aber ich weiß, dass mein Fitnesszustand ehrlich gesagt sehr katastrophal ist. Ich bin zusätzlich noch Raucher, bin nicht stolz drauf, aber es ist so. Wie oft müsste jetzt ein Mann wie ich, über 50, dass es sinnvoll ist, einmal pro Woche, zweimal pro Woche? Ja, optimal ist immer 2 bis 3 Mal, aber ich habe einige, die trainieren einmal in der Woche und lieber einmal in der Woche über 10 Jahre oder über bis zum Lebensende, wie kurze Zeit für 3 Mal. Also Regelmäßigkeit ist immer wichtiger wie Häufigkeit und eben lieber einmal in der Woche regelmäßig kommen, Stufe für Stufe besser werden und dann so Spaß am Sport haben und auch im Alltag dann einfach aktiver sein. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Jetzt sind wir mittendrin. Wie vermittelt man Spaß an einen wie mich, wo jetzt an Fitnessgeräten keinen Spaß findet? Ja, also erstmal, wir haben wenig typische Fitnessgeräte. Okay. Also es ist, Studio ist wirklich, bei uns kommt man rein und sagt, wo soll ich da trainieren? Also es ist wirklich am Anfang ungewohnt. Und der Spaß, ein Spruch von mir ist immer, der Spaß kommt mit dem Erfolg. Also Nummer eins ist ja immer, dass meine Klienten schnell Erfolg haben, sprich sei es, ich komme wieder mit den Fingerspitzen runter an die Zehen oder ich nehme 2 Kilo ab und dann merkt man, das Training wirkt und so macht es dann auch mehr Spaß. Und natürlich, dadurch, dass ich dich dort abhole, wo du stehst, bist du nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Okay, also begleitend in diesem Sinne, vorab prüfen, wo steht man konditionell, wie steht man in der Kraft und so weiter. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es ein Beratungsgespräch oder wird man da gewogen oder schaut man den Fettanteil? Oder? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also natürlich das Beratungsgespräch, damit wir die Ziele so genau definieren können, wie möglich. Also eben, wenn das Ziel Fahrradfahren ist, dann was genau
soll das Ziel sein. Also soll das Ziel sein, ich will auf die hohe Kugel rauf oder ich mache eine Transalpentour oder was auch immer. Also ist wirklich das Ziel genau. Oder Gewicht, will ich 10 Kilo abnehmen, will ich 15 Kilo abnehmen, in was für einem Zeitraum. Dann das Messen ist natürlich wichtig, sei es, was ich gerne mache, ist ein Foto. Okay. Also wirklich Foto vorne, Seite, hinten. Wenn man es nicht bei mir macht, muss man es daheim machen, muss man sich vom Partner fotografieren lassen. Dann den Fettgehalt stellen wir fest, entweder mit der Waage oder auch oft mit dem Kaliper. Es gibt einen Fettkaliper. Und an 13 Punkten wird die Hautfaltendicke gemessen und von dem können wir dann rückführen, wie viel Fett man hat. Und, ja. Also aus den Recherchen weiß ich, da gibt es diesen berühmten Ausspruch, ich muss es jetzt wirklich ablesen, damit ich es ja nicht falsch sage, before and after. Was steckt da dahinter? Also das heißt, vorher ein Foto, dann sehe ich, wie ich ausschaue. Genau. Und später ein Foto, dass ich weiß, ja, so hat sich's verändert. Genau, also das Before and After-Programm ist dadurch entstanden, eigentlich durch Nachfrage, wie so viel bei mir entsteht. Einfach Leute fragen nach und ich denke mir, ah ja, stimmt, wäre ein gutes Angebot. Und das Before and After-Programm ist, Leute sehen in Zeitschriften so die zwei Fotos. Also da, Foto, ich bin dick, übergewichtig, 90 Tage später habe ich ein Sixpack. Und das Before and After-Programm ist genau so ein Programm. Also in kurzer Zeit, zwischen 90 und 180 Tage wirklich sichtbare Erfolge herbringen. Und es ist ein stufenweises Programm. Man fängt eben an mit einem Foto davor, mit einer Anamnese, schauen, wo man steht. Und die Leute trainieren dann zu 50% selbstständig, eigenständig und kommen alle 3 Wochen her. Okay. Also, dass man schnell Erfolg hat, ist einfach 3- bis 4-maliges Training in der Woche wichtig. Und in dem Programm kriegt man alle 3 Wochen ein neues Programm, die Ernährungsupdates. Okay. Also wirklich, man fängt mit dem Frühstück an, danach kommt Mittagessen, Abendessen dazu und nachher noch so kleine Tipps, die wichtig sind, aber die man oft überhört, wenn man sie das erste Mal sagt. Also das ist wirklich so wie, trink genug Wasser, jeder hat es schon mal gehört, aber wie viele Leute machen es? Mhm. Und beim Before- und After-Programm sind genau die kleinen Bausteine wichtig und die werden immer wiederholt, bis man sie macht. Und wenn ich hier einhaken darf, also wenn ich jetzt als Beispiel, ich will Gewichtsreduzierung, möchte Gewicht abnehmen, natürlich auch den Körper dementsprechend formen, aber eigentlich weniger wegen, ja, dass ich besser ausschaue, ich sage jetzt vorsichtig, sondern eigentlich mehr wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also irgendwo geht es ja dann darum, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Genau. Und ich weiß aus dem Vorgespräch ganz was Wichtiges ist, du setzt viel auf Kraft. Also sprich, für dich ist das wichtig und da gab es eine interessante Aussage. Ein Mensch, der in der Muskulatur, im Oberschenkel, wenn ich das richtig genau, in Erinnerung habe, lebt länger. Genau, also Kraft ist wichtiger wie Ausdauer, vor allem im Alter. Also umso älter man wird, desto wichtiger ist die Kraft, weil wenn man als 85-Jähriger auf den Boden fällt und nicht mehr aufstehen kann, dann bringt einem das beste Herz nicht. Und darum, Kraft ist der Parameter, wo meine Fitness im Alter bestimmt. Darum bin ich ein Freund von Kraft. Erst einmal, wir leben dadurch länger und besser, wir haben mehr Energie im Alter, weil wir einfach stärker und robuster sind. Aber auch Krafttraining ist das effektivste Training. Also mit einer Stunde Kraft schaffe ich mehr wie mit einer Stunde Ausdauer. Okay. Nicht, dass Ausdauer unwichtig ist, aber effektiver ist Kraft. Auch für die Abnahme ist aber Ausdauer wichtig, oder sehe ich das falsch? Ein Streitthema, Streitpunkt. Okay. Gut, also streiten will ich nicht. Gut. Wobei durch Streit wird man auch Kalorien verbrennen. Ah, okay. Ja, okay. ja, die Ausdauer hat seine Berechtigung, aber es gibt die Fettverbrennungsstoffwechsel, den gibt es nicht so, wie wir uns vorstellen. Das ist so klar. Es kommt aus dem Ausdauersport, es kommt von Rennradfahrern, die 3, 4, 5 Stunden auf dem Fahrrad hocken, es für Tage hintereinander. Da hat es wieder andere Berechtigung. Für Otto Normalbürger ist Krafttraining das Wichtigste, weil wir bauen Muskeln auf und Muskeln verbrennen über Tag und Nacht mehr Kalorien wie durch eine Stunde Rennen. Mhm. Wenn ich Ausdauer mache, dann gerne, dann draußen, in Vorarlberg, traumhafte Natur, wer nicht rausgeht, verpasst was. Also wirklich rausgehen, Spaß haben, das machen, was man gern macht. Aber als erstes die Stunde Kraft machen in der Woche und danach Ausdauer. Und wenn man ein gewisses Level an Fitness hat, dann anfangen mit Intervalltraining, weil Intervalltraining, der ist der schnellste Weg zur Körperfettreduktion. So ein spannendes Thema, ich verfange mich hier echt. Habe ja 2, 3 Fragen noch, die vielleicht auch kurz beantwortet werden können. Kann man sich einen Personal Trainer wie dich leisten?
Auf jeden Fall. Vorarlberg lebt im Wohlstand. Personal Trainer ist natürlich immer ein Investment. Investment in die Gesundheit. Und ja, wichtig ist, dass man gesund alt wird und dass man richtig alt wird und agil und fit bleibt. Und das ist natürlich ein Investment, wo sich dann in die Jahre gerechnet sich ja auszahlt. Also das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, es wird viel Geld investiert in Sachen. Ins Auto macht man auch einen Service, oder? Und das sehe ich schon ähnlich. Könnte mir das auch sehr gut vorstellen, also begleitet zu werden in dieser Geschichte. Was mich jetzt noch interessieren würde, was macht dir persönlich so viel Freude an deinem Beruf? Ein toller Punkt in meinem Beruf ist, dass ich eine große Gruppe an Leuten trainiere. Sprich, die Jüngsten sind Lehrlinge, die Ältesten sind, mein Ältester ist 85. Und ich trainiere viele Leute zwischen Geschäftsmännern, die erfolgreich sind. Und das Tolle ist, Leute kommen her, zum von mir trainiert werden. Und ich kann sie ausfragen und alle Themen kriege super Antworten. Also das ist ein schöner Punkt, dass ich so viel lernen kann. Ein weiterer Punkt, was mir der Beruf zurückgibt, ist einfach der Erfolg mit den Kundschaften. Also wenn Leute herkommen und sagen, boah, ich habe keine Rückenschmerzen mehr oder ich fühle mich einfach besser. Momentan habe ich so ein Beispiel von einer Klientin, die muss alle 2-3 Monate auf Geschäftsreise und immer in die gleichen Länder. Also die Leute kennen sie seit 3, 4, 5 Jahren, geht alle 3 Monate hin. Und seit einem halben Jahr trainiert sie bei mir und jetzt war sie auch wieder auf Geschäftsreise und überall, wo sie war, hat man sie angesprochen, wie gut sie ausschaut. Und das ist natürlich das beste Feedback, wenn jemand zurückkommt aus einer Geschäftsreise und freudenstrahlend erzählt, boah, alle fragen mich, was mit mir passiert ist, ich schaue so gut aus, ich habe so viel Energie. Und dann, das ist wirklich so, das ist der Grund, wieso ich dann gern aufstehe und ja, die Leute trainiere. Wenn sich jetzt jemand für dich interessiert, wie kommt er am besten zu dir oder wie soll er vorgehen? Genau, also in Lust genau anrufen. Genau, einfach bei mir anrufen, E-Mail schreiben. WhatsApp ist oft die leichteste Variante, aber so E-Mail anrufen und das Erstgespräch vereinbaren. Das persönlich rede ich am liebsten. Also E-Mail schreiben ist auch immer, dass Leute schnell herkommen, weil ich rede lieber, wie ich schreibe, wie dass ich schreibe. Ja. Und dann herkommen und können wir die Ziele definieren. Und es muss ja auch passen, es muss ja harmonieren. Mhm. Also okay, ja, es gibt Leute, Klienten, die trainieren 4x90 Minuten in der Woche mit mir. Und das muss wirklich passen. Da muss die Chemie passen. Genau. Also wenn es nicht passt, glaube ich, wäre das ein Problem. Interessiert mich jetzt persönlich noch, wenn ich jetzt Interesse habe. Und klar, ich finde das natürlich heraus, du bist in Lustenau, oder? Training-das-wirk.at. Genau. Gibt es ein Beratungsgespräch vorab? Also könnte jetzt ich sagen, okay, ich will jetzt mal ein Beratungsgespräch und dann entscheide ich mich aber dafür, dass ich es nicht mache. Wie gehst du mit dieser Situation um? Die Erfolgsquote ist ziemlich hoch. Okay. Wenn man schon mal ins Studio kommt, wenn man schon mal herfahrt, dann meint man es ziemlich ernst. Mhm. Und Spektrum ist ja groß vom Angebot. Also wie gesagt, es gibt Leute, die trainieren 4 Mal in der Woche. Mhm. Aber viele Leute kommen nur einmal alle 4 Wochen. Mhm. Also da ist für jeden das Passende bei. Für einen Läufer habe ich eine Lauftechniktraining mit Videoanalyse. Ich biete Workshops an, mit einem Gruppentraining im Studio. Also wirklich für jeden sollte das Passende dabei sein. Und deswegen. Eine brennende Frage noch. Personal Trainer bedeutet eigentlich für eine Person. Gibt es Gruppentraining auch oder gibt es wirklich nur dieses Einzelne? Oder bevorzugst du das einfach dieses Einzelne? Bevorzugen du das Einzelne, 1:1. Da kann man einfach individuell, jeder ist anders, jeder hat seine andere Wehwehchen, jeder hat seine andere Ziele, sei es auch nur minimal anders, jeder steht woanders, deswegen 1:1 das Schönste. Aber natürlich, wir haben auch Gruppentraining, wir haben glaube ich 10 Stunden Gruppentraining bei uns im Studio. Okay. Also es ist wirklich mit Kleingruppen, 10 Leute, gute Stimmung. Aber ich gehe davon aus, Frauen und Männer, und jeder kann zu dir, Frauen, Männer, Kinder, genau. Jede Altersschicht. 18 und 65 ist alles in der Gruppe. Jetzt rennt uns echt die Zeit davon. Ich hätte ganz einfach noch gerne gewusst, was ein Personal Trainer macht, wenn er frei hat. Also was macht er privat? Ja. Sport natürlich. Okay. Ich liebe Sport, das ist natürlich der Vorteil. Letztes Jahr habe ich einen Ironman gefinisht. Es war zeitintensiv, die Vorbereitung. Wow. Also sich für einen Wettkampf vorbereiten, der 10 Stunden geht, braucht man viel Zeit unter der Woche. Und man muss sich freischaufeln. Jetzt letztes Jahr habe ich ihn gefinisht. Vor 2 Monaten bin ich Vater geworden, also die Zeit ist jetzt knapper. Und okay.
jetzt mache ich wieder mehr Krafttraining. Krafttraining ist effektiv, viermal in der Woche 45 Minuten und das schaue ich, dass ich es unterbringe. Also ich trainiere gern und ich trainiere viel. Und gratuliere zum Vater nachträglich. Verändert das den Blickwinkel auf den Beruf, auf alles? Ach, auf jeden Fall. Also man kann niemand kann sagen, was passiert mit der Geburt. Also ich habe schon das Kind bekommen, war zwar nur dabei, aber auf einem Schlag ist alles anders und die Prioritäten verschieben sich. Und man ist jetzt Vater, man hat Verantwortung. Davor war ich der Wichtigste in meinem Leben, neben dem meiner wunderbaren Frau. Aber es hat sich wirklich viel um mich gedreht, um Ironman und alles. Und jetzt ist einfach eine andere Person da, wo... Mädchen oder Junge? Ein Junge, einen Etienne. Ja, cool. Unser Familienname ist Französisch und darum haben wir französischen Namen. Also Griel ist Französisch eigentlich. Genau, ja. Also über kurz oder lang kommt es aus Frankreich. Wir kommen jetzt wirklich gleich zum Schluss. Gibt es noch eine Episode aus dem Training? Etwas Lustiges zu erzählen? Oder ja, die Namen nenne ich nicht. Ich werde immer wieder herausgefordert. Also so, mein Training ist immer ziemlich progressiv gestaltet, also wirklich so langsam steigern und niemand überfordern. Also wirklich vorsichtig, aber immer wieder werde ich mal herausgefordert, hey, wie hart kannst du uns wirklich trainieren? Nach 20 Minuten haben sich beide übergeben. Und es waren beides hochrangige Politiker eigentlich, also man kennt sie. Okay. Und danach war es wieder geregelt, wer der Chef ist im Training. Und ja, also man kann Leute schnell an ihre Grenzen führen, wenn sie das wollen. Aber das oberste Ziel ist immer Verbesserung und nicht Ermüdung. Ja, okay. Also die Politiker, da schaue ich mal in die Kundenkartei, wer das sein könnte. Bringt eigentlich ein Personal Trainer ab und zu auch einmal ein Bier? Am Wochenende zur Belohnung. Okay. Also so mal ein Bier oder ein Glas Wein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt belohnen und gehen einfach davon aus, es ist Wochenende. Genau. Dass wir zum Abschluss von unserem Gespräch, glaube vor allen Dingen du hast es verdient. Ah, ich bin ein sensationeller Reinschenker. Aber das ist ein klassisches Fernsehbier, oder? Und das ist ein Bier, das ein Moderator einschenkt. Also vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir, deiner jungen Familie, viel Glück, deinem Kind natürlich und deiner Frau, aber vor allen Dingen auch dir im Geschäft. Und vielen herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch. War für mich ein sehr interessantes Thema. Herzlichen Dank. Danke, vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, liebe Zuseher, ich hoffe, Sie haben es gespürt. Es war echt interessant. Ich hoffe, es war für Sie an den Bildschirmen und im Online-Bereich genauso interessant, dieses Gespräch zu verfolgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Ländle Talk. Schön, dass Sie mit dabei waren.